Recht herzlich willkommen zur 136. Folge von Simotrans. Ja, wir haben letztes Mal geguckt, dass wir die Züge ans Laufen kriegen. Der Michael Friedrich hat mir gesagt, ich brauchte eigentlich den Dingens nicht umsetzen hier in den Haltepunkt, sondern einfach nur einmal in den Fahrplan wieder raus und dann suchen sie sich einen neuen Weg. Habe ich jetzt auch nicht mehr dran gedacht, das ist wohl so, das kann wohl so sein. Müsste man dann gucken. So, aber hier läuft's jetzt alles so wie es soll wohl. Allerdings fährt jetzt keiner in diese Richtung. Geht's gerade, gibt Schnee. Die beiden kommen, da kommt auch noch einer. Jetzt sind wir zu viele da auf einmal drauf sitzen, sozusagen, ohne gute Ausweichen. Ne? So, hier 332 Passagiere, davon 147 nach Lauter. Das hört sich doch gut an. Was macht dieser Bahnhof jetzt hier? 674 Passagiere warten da. Das ist auch okay. Da müssen wir gucken, dass wir die dann da wegkriegen. Warte mal, wo wollten die hin? Aber alle Richtung Lauter, die meisten, sagen wir so. Das ist gut. Hier sind es 399, die da warten, um weggebracht zu werden. Und hier sind es nochmal so viele. Überfüllt, okay. Hier ist jetzt die nächste Warteschleife, aber da geht was, passt schon, da kommt auch einer noch und der fährt auch schon weg. Und hier haben wir 194 Passagiere. Und hier müssten wir überlegen, ob wir nicht doch noch ein Signal da hinsetzen. Macht vielleicht Sinn, oder? Und da auch noch eins. So. Dann können auch mehr stehen. Hier haben wir jetzt nur eins, aber vielleicht lassen wir das auch so. Obwohl, da könnte es dann eher das Problem geben, dass es nicht klappt, ne? Müssen wir dann gucken, weiß ich jetzt auch noch nicht. Aber das ist ausgewählt, das ist gut. Hier, wie werden denn hier? 354, 200 davon nach Flotho, 100 nach Waldeck. Okay, das läuft. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir die Busse hier von der Linie nehmen. Die dürften ja auch keine Passagiere groß haben, wenn da welche sind. So wie es aussieht, ist hier auch keiner mehr am Fahren. Kann das sein, dass das nur noch Stadtverkehr ist? Okay, da haben wir die Bushaltestelle erwischt. Stadtbusse nach Hausen ist das. Das passt also. Obwohl, wenn wir den schon dran haben, gucken wir gerade rein. Der ist voll. Und ist das der einzige, der hier rumfährt? Ne, da ist noch einer. Stadtbus Sonderhausen mit 36 Passagieren. Es sind nur zwei, die hier auf der Linie sind. Müssen wir mal gucken, wie sich das gestaltet. Okay, hier ist er jetzt nicht mehr voll. Der ist auch kleiner, sehe ich gerade. Der ist ein Doppeldecker oder so. Das sieht doch nur so aus, ne? Okay. 30, 11, ne, das passt eigentlich. Ja, die bringen halt die Leute jetzt hin und her und das... Sieht so aber aus, als ob das ganz gut läuft, oder? Jetzt ist er frei. Der da unten hat 10. Wo ist er denn jetzt frei? Ja. Ach da, okay. So, und jetzt kriegt er gleich volle Ladung, weil er da... Oh nein, noch nicht, weil da ist es noch nicht so schlimm. Jetzt fährt er wieder zurück, fährt da oben den Bahnhof nicht an. Da ist er. Okay. Habe ich da irgendwas verpasst gerade, oder? Irgendwas mit der Linie faul. Na, jetzt ist er erst zum Zentrum gefahren und fährt jetzt da hoch, oder wie?
Sieht ganz danach aus, ne? Leute jetzt zum Bahnhof oder wie ist das? Okay. 35 sind drin. Was passiert jetzt an der Haltestelle da? 4 dazu. Und jetzt fährt er aber nach Rosenweg. Das ist hier oben. Alles klar. Na, lassen wir so fahren erstmal. Obwohl der verdammt viele Miese hier hat, ne? Wahrscheinlich ist die Linie dann doch nicht so toll. Gucken wir mal am Stadtbus hier in Döbeln, wie der jetzt veranschlagt ist. So, hier gibt es ganz viele Linien. Löschen. Und da hat irgendwas dann mit der Technik funktioniert. Nicht funktioniert, ne? Oder wir haben sie rausgenommen, weiß ich auch nicht mehr. Stadtbus. Jo. Stadtbus Sonderhausen. Wo fängt die Geschichte jetzt an? Im Zentrum da. Mittelgebirgsrathaus, genau. Dann nach Asimovic. Der ist da nicht. Der ist da unten. Vom Asimovic zum Hirschstraße. Das passt. Dann wieder Asimovic, dann Mittelgebirg. Da, das Ende da unten ist okay. Unterer Ländler ist da. Waldmannsdorf ist dann da oben. Und dann zum Mittelgebirgsrathaus. Da wäre es dann doch besser, wenn wir das mal hier neu machen, oder? Also, das ist okay. Das hatten wir. Passt. Dann unter Ländler. So, dann machen wir mal einfügen. Fahren erst hier hin. Ne, warte mal, da fügen wir das nicht ein. Fügen das hier ein. Fährt er erst dahin, dann dahin. Und fügen das dann auf dem Rückweg da nochmal ein. So, dann haben wir das mit dem Asimovic weg. Dann fahren wir vor dem unteren Ländler erst hier in die Goldstraße. Dann das untere Ländle, dann Wald, dann fahren wir da oben hin. Dann fahren wir wieder dahin. Dann dahin, dann dahin und dann zur Mittelgebirgsstadt. So, und dann löschen wir das hier mal weg. Ich glaube, das brauchen wir nicht mehr. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir an der richtigen Stelle wieder aufhören. So, untere Lände muss noch weg. Da ist untere Lände, Waldmann, Rosenberg, Waldmann. Ne, da ist noch was faul, das ist noch falsch. Und das kann definitiv weg. Weil damit fangen wir ja an, ne? Ja, das ist ein Mittelgebirg, Goldstraße, Untere Ländle, Waldmannsdorf, Rosenweg, Waldmannsdorf, Untere Ländle, Goldstraße und dann wieder Mittelgebirgstraße. Jetzt passt's. Vielleicht fahren die dann noch ein bisschen effektiver hier. Das muss man dann mal nochmal gucken, ne? Weil vorher weiß ich nicht. Gut, okay.
Er hat keinen drinne. Wo ist er jetzt? Da auf der Strecke. Gut. Gucken wir mal, wo er jetzt hinfährt erstmal. Mittelgebirgsstraße, Mittelgebirgsrathaus. Dann macht er die Südschleife oder die Nordschleife. Oder wie man es auch nennen will. Nordlinie oder Südlinie. Er fährt jetzt die Nordlinie. Natürlich synchron zu dem anderen, der da auch gerade fährt. Das macht dann nicht so wirklich Sinn. Dann gehen wir gerade in den Fahrplan und lassen den da nochmal hinfahren. Macht mehr Sinn. So, der untere macht nämlich jetzt die Nordstrecke. Dann kann der andere auch jetzt die Südstrecke machen. Ist die Frage, ob die synchron. Ja, irgendwann sind sie wahrscheinlich wieder hintereinander. Das ist ja in dem Spiel so. 22 da unten, untere Ländler. 32, das ist gut. Der obere Bus holt sich zwei da weg. Der obere, der untere Bus natürlich. Die fährt er jetzt zur Asimo-Straße oder so. Ach so, weil da ist ja auch ein Bahnhof, dann wird das da auch bedient. Das könnte sein, gut. Okay, jetzt ist bei der Asimo-Straße, holt er was ab. Oh, 92 da unten, alles klar. Und da oben näher, den müssen wir dann gleich auch noch beobachten, ne? Also das heißt, da gibt es zum Glück keine weitere, sondern das ist schon die Heerstraße, die nächste. Dann passt das sogar noch, dass er da was mitnimmt. Es wird überall abgebaut. So, jetzt mal gucken, was er vom Bahnhof mitnimmt. Oh, auch voll. So, jetzt fährt er hier runter zur Asimo-Straße. Lädt da was aus. Reichlich. 28 weniger, gut ist das. Jetzt zur Thomas-Edison-Straße. Lädt er da auch welche aus? Das ist die Frage. Nee, hat er nicht. Auch kein, oder er hat ausgeladen und zugeladen, das weiß man nicht, aber ich glaube eher nicht. So. Und der Rest ist beim Rathaus ausgestiegen. Jetzt fährt er die Nordstrecke. Goldstraße, gucken, wie viel er da mitkriegt. 15, okay. Ist also noch Kapazität frei. Zum unteren Ländler geht's jetzt. Zack, 31, noch nicht voll, das ist gut, dann passt das hier auch. Dann nimmt er überall Fahrgäste erstmal schon mal mit. So, der andere Bus hat unten 68, ist voll, fährt jetzt zur Asimo-Weg. Und das bringt uns nicht ganz viel, ne, weil er da nicht umlädt. Doch, er konnte irgendwas umladen. Einer hat er rausgeschmissen und einer dafür mitgenommen. Oben, der fährt jetzt mit 33 Leuten weiter. Unten sind die 68 halt voll. Gut, jetzt lass uns mal gerade schauen, aber die Bahn rollt noch. Gucken wir mal gerade. Ja, die fahren alle. Bis ins letzte Eck. Da wartet keiner. Der wartet jetzt auf den Gegenverkehr, das ist normal. Der muss auch warten. Ist die Frage, wie weit die Strecken frei sind, ne? Okay, hier sind alle am Rollen. Der Waldeck ist niemand. Letztens stand hier, Dingens ist überfüllt, Floto-Bushaltestelle hier. Okay, da sind wir immer noch nah dran, ne? Vielleicht müssen wir dann irgendwann doch die vielen kleinen Züge mal gegen größere tauschen.
Das Verkehrsaufkommen ist doch stark gestiegen hier. Also er fährt jetzt hier mit 12 Leuten durch die Gegend und fährt jetzt zum Zentrum, oder? Ja, hat die alle los. Jetzt am Rathaus gibt es noch einen, nee, so eine Edison-Straße ist das, okay. Und hat auch im Rathaus volle Passagierzahlen mitbekommen, okay. Wo stehen denn da? Auch jetzt noch 8 Personen. Okay. Zähne. Er hat die 92 noch da drin, von der Edisonstraße. Gucken, wie viele da jetzt über sind. 3, okay. Fährt jetzt hier unten zur Asimov-Weg. Asimov-Weg, so heißt das wohl. Da stehen 33. Und die bleiben da auch stehen. Bus ist da voll. ...277 wollen dann nach Sonderhausen. Da unten auch noch welche. Das sind nochmal... ja, 30. 31. Das ist jetzt die Frage, ne? Ich glaube... 209 sind es jetzt. Ja. Aber der... doch, nee, der wird auch teurer. 17, der hatte vorhin da 16 stehen. Also der innerstädtische Verkehr ist krass. Hier oben geht's. 25, 15 nach Sonderhausen. Aber es könnte auch sein, dass es daran liegt, dass der... mach das mal zu jetzt hier. Die meisten Fahrziele werden schneller von hier unten erreicht. Ja, das sind nur die 3 vielleicht. Vielleicht, aber vielleicht ist das sogar der Goldstraße hier. Vielleicht sogar besser von hier zu erreichen, weiß ich nicht. Naja, okay, aber das müssen wir dann in der nächsten Folge wieder weiter gucken. Wir haben ja auch noch ein paar andere Städte hier in der 4-Städtebahn. Und ja, da müssen wir dann nächstes Mal wieder reinschauen, ne, wie es da weitergeht. Dass wir die anderen auch noch optimieren. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss.